Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal habe ich dieses Thema Rock dein Leben. Warum ich dieses Thema anspreche, ist einfach ganz klar. Das Rock dein Leben Festival findet vom 25. bis 27. Juli in Leiching statt, auf dem Flugplatz. Und warum ich das anspreche, es ist schon nächste Woche, also jetzt bald, und ich werde dort dabei sein. Und zwar live auf der Bühne. Und ehrlich gesagt, ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr schon meine alten Videos verfolgt habt, dass es ein sehr, sehr großer Traum von mir gewesen ist, oder immer noch ist, halt Lieder in Gebärdensprache zu übersetzen und das live auf der Bühne, um andere Menschen zu erreichen und das mit bekannten Bands oder Sängern und so. Und das ist einfach so krass, ich kann es kaum erwarten und ich habe gar keine Ahnung, was mich überhaupt alles erwartet. Ich werde da nämlich vor Ort auch campen, das heißt, ich schlage mir da wirklich ein Zelt auf. Ich übernachte nicht im Hotel oder sonst irgendwie. Nebenbei muss ich aber auch erwähnen, dass es mein allererstes Festival ist. Und ich wollte schon immer auf ein Festival gehen, also sei es Wacken oder Rock am Ring, aber ich habe keine Freunde, die gleiche Musik hören wie ich. Ich höre immer wieder, hast du Lust mit mir auf die Nature One zu gehen? Und sage ich dann immer, weil das überhaupt nicht meine Musik ist, ich sage dann immer, ich gehe mit dir dahin, wenn du mit mir nach Wacken oder Rock am Ring fährst. Da höre ich immer wieder, nee, Wacken da, wir lassen so komische Musik. Ja, es tut mir leid, aber wenn du nicht mit mir dahin fährst, dann fahre ich nicht mit dir zu Nature One oder sonst irgendwie, weil das ist auch nicht meine Musik. Und deswegen, und alleine traue ich mich noch gar nicht so richtig und deswegen, ja, und deswegen, und Rock dein Leben ist jetzt mein allererstes Festival und anstatt eben im Besucherbereich zu sein, bin ich erstmal direkt, bist du mir direkt auf der Bühne dabei? So kann es auch laufen. Und hier, was ich hier habe, ist meine Mappe. Bei denen, wie wieder, die ganzen Lieder sind hier drauf und auch die Uhrzeiten von wann bis wann. Und hier ist so ein ganzer Plan. Und hier zähle ich euch dann nochmal die Uhrzeit und die Band, wann die wann spielt. Und ich meine, wann ich auf der Bühne zu sehen bin und mit welcher Band. Am Donnerstag habe ich nur zwei Bands, die ich übersetzen muss. Also beziehungsweise deren Lieder sind halt wirklich nur zwei Lieder und zwei Bands. Also jeweils eins. Warum blabber ich so viel? Jedenfalls ist es einer Gnadenstoß und Versus. Und diese beiden sind auch auf der Hauptbühne rechts zu sehen. Und dann, also es gibt, beim Rock dein Leben gibt es zwei Hauptbühnen, einmal die rechte, die linke und die rechte. Und genau, eigentlich war es ja im letzten Jahr, soviel ich weiß, war es so, dass es die Hauptbühne gab und es gab eine Nebenbühne und die war irgendwo anders. Aber jetzt wurde es halt so eingerichtet, dass diese beiden Bühnen nebeneinander stehen, damit der Auf- und Abbau irgendwie alles leichter ist und damit die Menschenmenge nicht immer überall hinrennen müssen, sondern direkt alles auf einem Platz ist, was ich sehr, sehr gut finde. Und dann muss ich nicht so viel rennen. Und dann am Freitag ist volles Programm. Also von 14 Uhr bis 12:30 nachts kann es sein, dass ich da durchgehend auf der Bühne stehe. Natürlich auch zwischendurch mit Pause und so, aber es wird schon hart. Genau. Aber mit Delirium Rock'n'Roll. Diese Band kommt ursprünglich, also diese Band kommt von mir aus der Nähe. Also es ist keine 20 Minuten, da bin ich in Wittlich. Und die kommen aus Wittlich und ich finde es einfach krass, dass sie da auch dabei sind, weil ich habe schon mal von denen gehört, aber man liest hier in der Zeitung nichts von denen und das ist einfach seltsam. Oh, das finde ich super cool. Dann gibt es mit Livebild, mit Chaos Messerschmidt, mit Beerdigung, Soundfall und dann Doro und Unantastbar. Diese Band übersetze ich am Freitag. Und dann kommen wir zu Samstag. Da übersetze ich auch wieder nur von einer Band mehrere Lieder und von der anderen Band auch nur ein Lied. Aber ich glaube, das sorgt auch für viel Gesprächsstoff jetzt. Und das ist für mich okay so.
Ich habe meine Meinung, die anderen haben ihre Meinung. Und ich glaube, da entscheidet man sich. Jedenfalls, um Samstag mit JBO und mit Private stehe ich gemeinsam auf der Bühne. Und um ehrlich zu sein, ich freue mich sehr, sehr, sehr. Und ich kann es noch gar nicht in Worte fassen, dass es wirklich passiert jetzt, dass dieser Traum wirklich wahr wird. Und das habe ich wirklich nur Envy zu verdanken, der mir das, ja, der mich gefragt hat, ob ich dabei sein will. Und keine Ahnung, es ist Feuer und Flamme dafür. Ich probe schon seit Wochen daran und manche Texte wissen noch nicht so gern, aber ich bin noch dabei, das alles in meinen Kopf durchzuparken. Ich habe jetzt Urlaub und bum, bum, bum. Auf jeden Fall, ich freue mich und ich bin einfach mega gespannt. Vor allem auch, weil ich 3 Freunde mit dabei habe und ich glaube, besser kann es gar nicht laufen. Und ich hoffe wirklich, dass alles gut läuft und ja. Und für diejenigen, die gerne vorbeikommen möchten, gerne. Tickets gibt es immer noch. Natürlich könnt ihr euch keine Online-Tickets mehr besorgen, also beziehungsweise ihr könnt es euch nicht mehr bestellen. Aber es gibt noch Tickets an der Abendkasse, die sind aber jedenfalls so um 5,10 € oder 5,20 €. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so rund um die 5 € teurer als die normalen Tickets. Und ja. Aber. Genau. Und ja. Ich freue mich auf jeden, der kommt und ich werde selbstverständlich mal auch aus dem Backstage-Bereich rausgehen, damit ihr auch die Gelegenheit habt, mit mir zu reden oder sonst irgendwas, was ihr unbedingt machen wollt, also Fotos, reden, da wird sich die Zeit geben. Wahrscheinlich nicht Freitag, aber bestimmt Donnerstag oder am Samstag natürlich. Ich freue mich auf jeden, der kommt und ja. Ich bin mega aufgeregt. Ich glaube, ich kann noch nicht mehr schlafen. Und ja, das war's mit meinem Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja. Und